Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Ihr habt Fortschritte gemacht. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 11. Juni 2019. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind zufrieden mit den Fortschritten, die die Menschheit macht. Und wir sind nicht allein mit diesem Gefühl der Zufriedenheit. Wir verbinden uns mit anderen Räten und Kollektiven hier in der neunten Dimension und gemeinsam bewerten wir den Zustand der Menschheit und was wir tun können, um zu helfen. Nun, eine der Möglichkeiten, wie ihr dort auf der Erde recht gut vorankommt, ist eure Bereitschaft, einander so anzunehmen, wie ihr seid. Es ist eine monumentale Wachstumserfahrung für jede Person, eine andere Person zu akzeptieren, die sie einst aufgrund eines Aspekts des Seins dieser Person diskriminiert hat. Wenn einer von euch, der ein Urteil oder ein Vorurteil gegen eine ganze Gruppe von Menschen gefällt hat, auf eine andere Person aus dieser Gruppe trifft und in der Lage ist, den Widerstand fallen zu lassen, hat diese Art von Fortschritt eine Wellenwirkung. Ihr informiert euch ständig über eure Ängste, darüber, was ihr liebt und was ihr hasst. Und wir sprechen nicht über das Internet. Wir sprechen vom menschlichen kollektiven Bewusstsein. Und wie wir kürzlich festgestellt haben, hat das gesamte Netzwerk des Bewusstseins, das sich über dieses Universum hinaus erstreckt, kürzlich ein Upgrade von der Quelle erhalten. Das bedeutet, dass die Menschheit genau das bekommt, was sie braucht, um Urteile und Vorurteile abzubauen und einen anderen zu akzeptieren, der in einer früheren Zeit gemieden worden wäre. Ihr macht es so viel besser, als ihr in dieser Hinsicht denkt, denn in der Berichterstattung der Nachrichtenmedien geht es nur um Fälle von Hassverbrechen. Aber diese Fälle erzeugen Mitgefühl in den Herzen der Menschen und es wächst das Gefühl, dass ihr alle eins seid. Darauf kann man sehr stolz sein und sich selbst als Kollektiv anerkennen. Wir ermutigen diejenigen von euch, die bereits wach sind, nach Vorurteilen zu suchen, an denen ihr festhaltet, auch wenn es sich um eine Gruppe handelt, die sicherlich euer Urteil verdient hat. Suche nach dem Loslassen. Sei das Beispiel für die Menschheit, für die du geboren wurdest, und lass die Erweiterung des menschlichen Bewusstseins mit deiner Hilfe weitergehen. Ihr seid diejenigen, die diese Erweiterung des Bewusstseins leiten, und wir versprechen euch, dass der Rest der Menschheit weiterhin eurer Führung folgen wird. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.